It is about wonder. It is about epic worlds. It is about heroism. Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer kleinen Trailer-Analyse des Halo 5 Cinematic First Look Trailers. So, und wir werden den Trailer jetzt mal gemeinsam ein wenig durchgehen. Ich habe mir den jetzt ein paar Mal angesehen und der ist ja auch vor kurzer Zeit schon geleakt, aber jetzt ist er halt nochmal offiziell erschienen. Und da gab es von manchen Seiten auch schon Aufregung, weil angeblich die Story gespoilert wird, aber wie gesagt, wir werden jetzt einfach mal durchgehen. Ich persönlich habe ihn mir jetzt doch nochmal angesehen und finde, es ist alles noch akzeptabel. Also es wird nicht großartig viel gespoilert, klar wird einiges gezeigt und verraten und man kann Spekulationen anstellen, wie ich es gleich auch tun werde, aber es ist jetzt nicht der Major-Spoiler, der dir alles zerstört, so wie ich es zuerst dachte, bevor ich ihn mir angesehen habe, aber es ist alles okay. Genau, also fangen wir nochmal am Anfang an. It is about wonder. It is about epic worlds. It is about heroism. All of these things kind of make Halo what it is. So, und das finde ich schon so der erste so, wow, krasse Shot irgendwie, den wir jetzt hier sehen. Keine Ahnung, es hat mich instinktiv erstmal direkt so an irgendwie die Arche erinnert aus Halo 3. Weil es so mega Forerunner-mäßig, Space-mäßig aussieht, als wäre es irgendwie, keine Ahnung, das Ding überhaupt. Und man könnte die Galaxis damit zerstören oder bewahren oder keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus und ich weiß nicht, das hat mich an die Arche erinnert und es wird irgendeine Forerunner-mäßige Installation auf jeden Fall mal wieder sein. Vielleicht hat es was mit den Guardians zu tun, dass man die damit aktiviert, steuert, keine Ahnung, oder damit erst in Gang setzt oder so, wird sich zeigen, aber ist auf jeden Fall ziemlich krass, muss ich sagen. Some of them are small minutia and some of them are big things, and then you have these characters that people will never forget. We've got this big galaxy-spanning story. Oh, there's these attacks that are happening on colonies. Somebody stop it. Somebody save the day. But at the heart of it is the story of these two families and these two things that they want. There's definitely a human drama at the core of that, both with Chief and Blue Team. Genau, und jetzt erläutert Josh Holmes auch nochmal, was denn der Fokus der Geschichte überhaupt ist. Und es gibt überall diese Angriffe auf Kolonien und die Guardians machen krass Action und warum auch immer, wer sie kontrolliert und so weiter und so fort. Und Holtz ist ja auch noch irgendwie involved und Jun Dama und shit. Aber im Fokus steht angeblich die Geschichte zwischen Blue Team und Team Osiris, also wie die miteinander agieren und wie auch die Beziehung intern wahrscheinlich in den Teams ist und so weiter und so fort. Das heißt, wie die Missionen, auf die geschickt wurden, auch so ein bisschen aufeinandertreffen und wahrscheinlich dann nicht immer glimpflich ausgehen und sich nicht immer so gut verstehen, wie wir wissen, weil Locke ja auch ausgesandt wurde, um den Chief und Blue Team zu hunten und wie das dann alles so aufeinandertrifft. Das ist, denke ich mal, auch eine ganz interessante Sache. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall doch der Hauptaspekt der Geschichte sein wird. And Locke and Osiris and kind of the mission that they've been sent on and how these two teams relate to each other as they cross paths. So, und hier an dieser Stelle, wie der Eddie es auch schon mal gemacht hat in unserem letzten Video, möchte ich nochmal anmerken, wie geil der Soundtrack auf jeden Fall ist. Super geil. Aber ganz davon abgesehen, gab es jetzt hier auch nochmal mehrere ziemlich krasse Shots, wo man nochmal gesehen hat, auch eine Szene, die später nochmal vorkommt, wo ich dann auch nochmal genauer darauf eingehen werde, wo irgendwie der Chief und Team Osiris oder generell das Blue Team nochmal aufeinandertreffen und im Hintergrund irgendwie krass Lava zu sehen ist oder so. Aber da gehe ich gleich nochmal genauer darauf ein, aber es sieht auf jeden Fall schon mal wieder so, allein vom Setting her und von wie die Cinematics gemacht sind, ist es auf jeden Fall sau nice. Wie die Story dann sich natürlich genau ausspielt, ist nochmal eine andere Frage, aber es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Einfach. You'll actually be playing as our new Spartan, Spartan Locke, as well as Master Chief and Blue Team. Locke's job was to find the unfindable. He's gonna go try to capture the hero of the story. So, und genau diese Stelle meinte ich nämlich. Hier sehen wir nämlich, wie Locke ganz alleine vor dem gesamten Blue Team steht. Also Linda, Kelly, Fred und der Chief stehen da. Gut, Waffen sind nicht rausgeholt. Locke hat seine Waffe noch im Anschlag. Und er ist da ganz alleine irgendwie. Und ich weiß nicht, ob vielleicht der Rest von Team Osiris jetzt gerade nur
irgendwie nicht in der Kamera drin ist, sondern halt irgendwo im Hintergrund rumdümpelt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sieht man im Hintergrund wieder Lava. Oder was ich vielleicht auch schon überlegt hat, ist, dass es was Forerunner-mäßiges ist, was wir ja daraus kennen, als der Didaktiker in Halo 4 seine super tolle Waffe abgefeuert hat. Und ja, das hat mich irgendwie daran erinnert, aber ich glaube eher, dass es Lava ist und dass es sogar mit der Sequenz zusammenhängt, die wir auch schon so ein bisschen kennen, wo sich ein Guardian auf jeden Fall aus so einem Vulkan erhebt und was total krass episch aussieht. Ich glaube, dass die relativ nah beieinander sind, diese Sequenzen. Und bin mal gespannt, ob was das für eine Konfrontation ist, die da entsteht. Also Locke steht da so und vor ihm das Blue-Team und das Blue-Team aber nicht mit den Waffen im Anschlag, weil die halt vielleicht gar nichts gegen Locke haben und Locke nur seine Mission erfüllen will und deswegen die Waffe im Anschlag hält, weil er denkt, der Chief ist voll der Hobo geworden und keine Ahnung, irgendwie sowas. Stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich cool vor, solche Cinematics dann. We wanted somebody who had a very distinct contrast to the Master Chief. We want this whole game to support 4-player co-op. Even when people don't have a co-op partner to play with, we're putting the extra Spartans in there. You can command your Spartan team. Take that charge. They're there with you every step of the way. So, also hier reißen sie jetzt im Endeffekt nochmal alle Features ab, die sie jetzt bisher so toll announced haben. 4-Player Co-op, immer sind Spartans bei dir dabei, ob KI oder von in Freunden gesteuert und du kannst sie befehlen und sagen, sollen die und die Waffe aufheben und so. Kennt man schon, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ist halt für die Leute, die noch gar nicht wissen, worum es geht. Denke ich ja. We have deliberately put ourselves in a world that isn't black and white. It's not fully understood that there are simple good guys and simple bad guys. Ja, und ganz davon abgesehen, dass ich mich natürlich darüber gefreut habe, als auch in der Opening Cinematic und so weiter, klar wurde, dass Lesky auf jeden Fall wieder ein bisschen da ist, weil ich Lesky eigentlich mochte. Ich fand, Lesky war einer der coolen Charaktere in Halo 4 und nicht so wie Sarah Palmer, einer der furchtbaren Charaktere in Halo 4. I thought you'd be taller. Shots fired! Oh my god! Steve! I thought you'd be taller. Aber ganz davon abgesehen, erläutert Frank O'Connor, aka Weltraumgriller Frankie oder Matt Hausmeister Frankie, jetzt hier nochmal, dass es in Halo 5 keine wirklich bösen und guten Charaktere gibt, vor allem natürlich im Bezug auf die beiden Spartan-Teams, sondern dass alle so ihre vier verschiedenen Facetten haben und das finde ich halt einfach, ist, ja, was Super 3 jetzt so mitgebracht hat, auch als der Chief in Halo 4 schon so ein bisschen menschlicher gemacht wurde, dass halt die Charaktere jetzt ein bisschen mehr Tiefe bekommen und nicht mehr so Abziehbilder sind wie der Chief, der Typ, der nie redet und bla bla bla, sondern halt ein bisschen tiefere Charaktere werden, finde ich gut. Ja, und was auch noch ziemlich geil ist, ist, dass der Avatar auf St. Helios eine krasse Revolution einläutet und gegen die Covenant kämpft und, keine Ahnung, dann Prophet Spain da so eine epische Szene hat, wo er dann mit den Spartans auf der rechten Seite, ist mir auch gefallen, weil man sieht eindeutig ein UNSC Sniper Rifle und auf der linken Seite seine Eliten hat und dann ruft er in die Schlacht und das sieht schon ziemlich cool aus. Und dann natürlich noch, dass Lasky mit einer Elite rumhängt vom Avatar, was auch nochmal halt zeigt, dass die auf irgendeine Weise auf jeden Fall weiterhin verbündet sind und miteinander gemeinsam Sachen machen, also das UNSC und die Eliten, was natürlich immer noch ziemlich cool ist. One character has been always looked at as the hero and the other character has always operated under the radar, but is now coming to light. They're kind of like two different sides of the same coin and we're turning the coin during the course of Halo 5. Ja. Ja, was zur Hölle ist jetzt hier passiert? Team Osiris fliegt durch die Luft, durch irgendwas Forerunner-mäßiges weggefetzt. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Erstmal möchte ich darauf eingehen, was der gute Jeremy gesagt hat. Er hat nämlich nochmal darüber gesprochen, dass es halt die zwei Charaktere gibt, den Chief und Locke. Und dass der Chief immer als Held angesehen wurde und Locke halt immer unterm Radar, im Schatten, irgendwie für Oni gearbeitet hat und jetzt halt mehr quasi, ja, in die Öffentlichkeit tritt, sage ich mal. Und dementsprechend auch, ja, mehr im Licht, sagt er, ja, auftritt. Und der beschreibt es als, dass man die Story quasi spielt mit einer Münze, aber die Münze sich immer dreht und man immer die andere Seite der Münze sieht. Also der Chief ist Kopf und Locke ist Zahl oder so. Und diesen Vergleich oder diese Metapher, finde ich, deutet irgendwie darauf hin, dass die beiden doch irgendwie dasselbe Ziel haben, so, weil sie sind doch ein und dasselbe, aber halt nur die andere Seite irgendwie von dem Ganzen. Und das finde ich irgendwie interessant, dass
so darüber nachzudenken, um was das für die Story bedeuten könnte, dass sie am Ende vielleicht doch zusammen agieren und irgendwie, keine Ahnung, mit oder gegen den Guardians die Welt, gegen die Guardians die Welt retten. Wir werden sehen. Genau, und dann haben wir noch diese komische Szene, wo Team Osiris halt krass durch die Luft geschleudert wird. Ich habe ja die Theorie, dass, haben wir nämlich in der E3-Demo schon gesehen, dass der Warden of Eternal ja Locke dann auch schon hart gesagt hat, yo, der Chief wurde ausgewählt und ihr nicht, also haltet die Fresse, ihr seid alle Kacke, ihr anderen Menschen. The Master Chief is called, but you, your passage is denied. Und weswegen die Guardians irgendwie dann gegen die sind, aber der Chief irgendwie an sie rankommt oder irgendwas mit denen zu tun hat, was ja auch dann dazu führt, dass vielleicht Locke erst überhaupt den Auftrag bekommen hat, den Chief zu verfolgen. Und ich finde das interessant, weil das könnte einfach bedeuten, dass ja hier Team Osiris jetzt hart von irgendeinem Guardian oder irgendeinem Forerunner-Ding da mal wieder weggefegt wird. Und der Chief nämlich nicht, und da kommt dann gleich nochmal eine Szene, die wir aber auch schon aus der E3-Demo kennen, aber da gebe ich dann gleich nochmal drauf ein, wo ich dann auch noch was dazu sagen möchte mit dem Chief. As a player who's there to just play a great action experience, you've got that, but you've also got this more personal story. Genau, und zum Ende hin haben wir jetzt nochmal Josh Holmes, der uns nochmal erklärt, dass das Spiel oder die Kampagne besser gesagt für alle da ist. Ja, einmal für die, die nur ein geiles Action-Game haben wollen, für die ist es cool, aber auch für die, die mehr eine persönliche Story haben wollen, die eine Story haben wollen, die auch ein bisschen was bietet und nicht nur plumpe Action. Das heißt, alle werden irgendwie bedient, das möchte er uns eigentlich damit sagen. Worauf ich jetzt aber nochmal eingehen wollte, wie ich vorhin gesagt habe, ist, man sieht nochmal die Szene, die wir auch in der E3-Demo schon am Anfang in diesem Zusammenschnitt gesehen haben, der am Ende dann nochmal kam, wie der Chief da in der Höhle rumchillt. Und das ist ja wohl am Ende der Mission Blue Team, die IGN auch schon mal gespielt hat und da einen Artikel zu veröffentlicht hat. Und da sieht der Chief wohl auch irgendwie Zeichen von Cortana und so. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es da ist, wo der irgendwie den ersten Guardian entdeckt oder findet, den man dann so sieht in der Kampagne, weil man sieht ja, wie gesagt, dass da so vor ihm so irgendwas Großes im Hintergrund hochfährt und so. Und ich tippe mal, dass irgendwas da passiert, weswegen der Chief halt auch Access bekommt zu den Guardians und so und Locke halt nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass das mit dieser Sequenz am Anfang direkt schon zu tun hat und dann wird der Chief halt gehuntet, aber wenn nicht so, weil er am Anfang ja noch irgendwie vom Unicy mit dem Blue Team zu einer Mission ausgesandt wird und dann gibt's hart aufs Maul. Ja, Freunde, und das war's auch schon mit meiner kleinen Trailer-Analyse zum Cinematic First Look Trailer, beziehungsweise wie iDoc. Ja, mir hat's eigentlich ganz gut gefallen. Ich freue mich aktuell sehr auf Halo 5. Bald geht's los, 27. Oktober. Ja, schreibt auch eure Meinung mal in die Kommentare, bewertet das Video und falls ihr unseren Channel noch nicht kennt, schaut doch mal vorbei. Wir haben auch noch einige andere Halo-Videos. Genau, das wär's von mir. Ich bin Silas. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Completed your mission, Spartan Locke. Mine is just beginning.